Bitch Gaming. Ja, hallo und willkommen zu Scam. Ja, also jetzt am Montag gab es kein Development Update. Am 11. gab es von ja, Scam-Seite ein kleines Bild. Und ich dachte erst, ja, vielleicht eine neue Art Rüstung, aber nee, dieser ganze Dude soll wohl irgendwann ins Spiel kommen. Das ist eigentlich keine neue Figur, sondern diese Figur gibt es schon sehr lange bei Scam. Das wissen einige nicht, aber man sieht sie in einem sehr alten Trailer von 2018, 2019, und zwar hier. Da hinten ist er. Das ist er. Ja, Da sieht er natürlich auch noch ein bisschen anders aus, weil hier noch die alten Charaktermodelle sind, aber das ist der Bärenmann. Das war der Bärenmann. Ja, also das ist der Dude, der wohl irgendwann ins Spiel mit reinkommen soll. Wann genau, das weiß keiner. Zur 1.0, später, vielleicht auch eher. Also Gamepires neigt da auch dazu, uns zu überraschen. Wir werden sehen. Ja, und weil ich ja immer mal eine Anfrage kriege hier wegen meinen Einstellungen, die ich hier drin habe, möchte ich die jetzt auch nochmal zeigen. So, erstmal für die Bunker, ne? Die Aufruhrschwelle für verlassene Bunker, das ist bei mir auf der 55. Und je höher das ist, desto weniger hören die Razer. Ja, also wenn das jetzt auf 5 ist, hören die Razer sehr, sehr schnell, dass du drin bist. Und bei 55 musst du schon ein bisschen Krach machen, bis die das merken. Also du musst schon richtig durch den Bunker rennen, bis sie dann kommen. Oder halt Alarm auslösen, dann kommen sie natürlich runter. Also der Alarm hat keine Auswirkung da drauf, auf die Einstellung, sondern das ist halt der Geräuschpegel, den du machen musst, bevor die Razer halt auf dich aufmerksam werden. So, und das ist die Aufruhrschwelle für verlassenen Bunker pro zusätzlichen Spieler. Das ist jetzt für mich im Singleplayer irrelevant. Und das ist die Aktivierungsschwelle für Gegner im verlassenen Bunker. Also, das ist die generelle Lärmschwelle für Puppen. So, ja, Gegneraktivierungsschwelle für verlassenen Bunker pro zusätzlichen Spieler ist auch irrelevant im Singleplayer. Und Zurücksetzen der Waffenschränke nur bei Aktivierung des verlassenen Bunkers ist an. So, dann haben wir hier die NPCs. Wir haben hier die maximal erlaubten Charaktere. Das betrifft alles, was hier draußen rumkreucht und fleucht, inklusive dir selber. Ja, also es sind also nicht nur die Puppies, sondern eben auch die Tiere. Ja, das habe ich jetzt bei mir bei 400 gemacht. Im Mehrspieler wird das alles ein bisschen anders aufgeteilt. In Mehrspieler ist es ja so, dass nicht alle da in einem Quadranten sind, sondern das wird dann halt so auch aufgeteilt, dass die Gegner oder Tiere halt auch dort spawnen, wo eben auch was los ist, wo die Leute halt sind. Ne? Das ist derzeit auch noch nicht so hundertprozentig gebalanced, weil du hast auch manchmal Spieler, die in D3 sind und da ist absolut gar nichts. Und dann hast du Spieler, die sind in A0 und die werden überrannt. Ne? Also so richtig gebalanced ist es nicht, aber die haben auch schon, Game Pass hat auch schon verlautbaren lassen, dass man das in Zukunft genauer einstellen kann, wo wie viele Puppen spawnen. Also so ein bisschen wie früher, wo man für die Bunker einen eigenen Regler hatte, beziehungsweise Regler nicht, man musste das über die Dateien, über den Editor musste man das umändern. Im Bunker freilaufende Puppies, Tiere separat und halt die Puppies in den Gebäuden. Das war früher halt alles separiert, damit man mehr Kontrolle hatte. Das haben sie jetzt halt alles zusammengefügt. Wahrscheinlich hat das auch was mit dem Horde-System zu tun. Und ich denke mal, das ist auch das Problem, was Gamepires derzeit hat mit den Puppies, mit dem Horde-System. Und das
Hängt alles miteinander zusammen. Ich denke mal, die arbeiten derzeit ja auch dran. Ich denke mal, das wird auch irgendwann gelöst werden in absehbarer Zeit. So, der Multiplikator für Basisanzahl der Begegnungscharaktere, die habe ich auf 3,0 gemacht. Dann haben wir den Multiplikator für zusätzliche Charakterbegegnung pro Spieler. Das ist im Singleplayer halt bist du nur du selber. Das habe ich auf die 2 gemacht. Für die Spieler-Obergrenze für zusätzliche Charaktere habe ich auch auf 2 gemacht. Wieder Einstiegszeit von Begegnungscharakteren, das ist so eine Art Cooldown-Zeit. Da habe ich auch eine 2,0 gemacht. So, die Gruppengröße des Charakterwiedereinstiegs. Das sind im Grunde genommen, habe ich das alles auf 2,0. Dann haben wir hier den Multiplikator für die Lärmreaktion, also wie schnell eine Puppi merkt, dass du da bist. Und wenn eine Puppi getriggert wird, hier sieht man, hier unten steht es ja, zum Beispiel Puppenschrei, kann die Puppi natürlich andere Puppis auf sich aufmerksam machen. Und das habe ich hier standardmäßig auf 1,0 gelassen. Die Hortengruppe funktioniert derzeit halt nicht. Das ist auf 2,0, dann hier 2,5. Also alles, was Horte ist, habe ich jetzt erst einmal, spielt jetzt nicht allzu eine große Rolle erstmal. Habe ich aber hier auf 2,0, auf 2,5, 2,0. Multiplikator für die Aktivierungschance von Begegnungshorten, die ist auf 3,0. So, Multiplikator für die Entfernung des Hortenspawns. Das habe ich auf 4,0 gemacht, das können wir mal runter auf 2,0 machen. Encounter Horde, Puppet, Horde, Activation, Scream, Override Chance. Das habe ich standardmäßig gelassen. Wie gesagt, alles was mit Horde zu tun hat, wäre ich jetzt sehr vorsichtig, da was zu ändern, weil das halt derzeit nicht wirklich gut funktioniert. So, kann Charaktere mit niedriger Priorität entfernen, habe ich aus. Das heißt also nicht getriggerte Puppies, die 50 Meter weit wegstehen, kann das Spiel entfernen. Das ist experimentell. Hier steht es ja auch, ne? Charaktere, die sich in einer bestimmten Entfernung von den Spielern und außerhalb des Sichtfelds der Spieler befinden und nicht im Kampfmodus sind, habe ich ausgemacht. Das heißt also, ich möchte nicht, dass die Puppies, die weiter wegstehen, entfernt werden. Das Problem ist, das funktioniert derzeit nicht. Ja, die Puppies spawnen immer noch sehr nah und in Sichtweite. Ja, also früher hast du es so gehabt, wenn du rausgegangen bist, ne, hast du auf einer Wiese so 100 Meter weiter eine Puppi gesehen. So, kann die Charakteranzahl einschränken, wenn keine Ressourcen vorhanden sind? Habe ich auf ausgemacht, wenn eine Begegnung ohne Berücksichtigung der Obergrenze der Charakterzahl gespawnt werden kann, zwingt diese Option die Anzahl der gespawnten Charaktere auf den für diese Begegnung festgelegten Mindestwert. Und der Mindestwert ist ja hier oben. Ne? Das ist die Basisanzahl der Begegnungscharaktere. Die orientiert sich halt daran, wenn wir das hier aktivieren. Habe ich auch ausgehabt. Bis jetzt. Zonenabklingzeit für die globalen Begegnungen, also random die Puppies. Das habe ich auf 2,0. So, Spawn Weight Multiplier. Set Random Open World Puppet Spawn Weight. Das modifiziert die Spawn Chance. Das habe ich jetzt auf 5,0. Wir machen das mal auf 3,0. So, das sind hier die, hier haben wir die Tiere. Animal World Encounter Spawn, das habe ich auf 4,0 gemacht, damit ein bisschen mehr Tiere da sind. Ja, ich habe hier schon Bären gesehen, aber meistens Hühnchen. Es gibt ja bestimmte Spawn-Punkte. Und dann werden auch in der Ecke, wo dann die Tiere spawnen, werden dann halt auch die Puppen gegen die Tiere getauscht. Also wenn an einem bestimmten Spawn-Punkt normalerweise 10 Puppen sind, wird im Hintergrund quasi gewürfelt, nee, jetzt kommen hier Tiere hin, ja, und dann sind es halt nur noch 3 Puppen und dafür ein Hühnchen. Ja, so ungefähr funktioniert das. Also so jedenfalls habe ich das auch miterlebt. An einem Punkt, wo, sagen wir mal, zum Beispiel in Samobor am China-Laden, wenn da ein Bär ist, sind dort in der Nähe halt weniger Puppen. Oder ein Wolf oder sowas, ne? So, Dropship World Encounter Spawn. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dropships halt random spawnen. Das habe ich auf 1,0. Das könnten wir zum Beispiel mal hochmachen auf 4,0, weil ich habe random hier noch gar keins gesehen. Das machen wir mal auf 4,0. Ich muss mir das selber dann noch angucken im Video, ne, falls ich hier irgendwie Scheiße gebaut habe und ich muss das wieder zurücksetzen, damit ich dann weiß, wie die Originaleinstellungen, die ich gemacht habe, waren.
So, Truppentransporterbegegnung im verlassenen Bunker aktivieren habe ich an. Das heißt also, wenn wir in dem Bunker Alarm auslösen, haben wir die Chance, dass hier auch dann ein Dropship mit Bot kommt. So, die Triggerchance ist auf 2,0. So, Basebuilding Encounter Triggerchance haben wir auf 0,5. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dropship kommt, wenn du entsprechend viele Bauelemente hast. Und Basebuilding Encounter Trigger Time Multiplier, das hat das was damit zu tun. Zuerst mal muss die Chance getriggert sein. Und wenn die getriggert ist, geht dann ein Countdown quasi los. Wie lange es dauert, bis das Dropship auch kommt. Und du merkst es ja nicht. Wieder im Hintergrund wird wieder gewürfelt, ne? Nach Zufallsprinzip. Jetzt ist die Zeit, ne? Du hast schon seit einer Woche die Elemente, die ausreichend sind, damit ein Dropship kommt und angelockt wird. Und dann wird halt im Hintergrund gewürfelt. Jetzt ist es soweit. 900 Sekunden ab jetzt und so. So. Truppentransporterbegegnung im Stützpunkt aktivieren ist natürlich an. Begegnung im Bedrohungszonen spawnen und dabei den Stützpunkt ignorieren. Spawne Begegnung in Bedrohungszonen, die die übliche Vermeidung aufgrund der von der Anwesenheit eines Stützpunkts ignorieren. Das ist so umständlich ausgedrückt. Im Grunde genommen heißt das, dass in der Nähe von deiner Base im Flaggenbereich auch Gegner spawnen können. Normalerweise habe ich das aus dem einfachen Grund, dass die Puppies zum Beispiel, wenn sie nicht getriggert sind, durch die Zäune und Wände durchglitschen. Und das ist scheiße. Aber wir machen es mal an. Wir machen das jetzt mal an. Ich glaube, da müssen wir nochmal neu starten, ne? So. Ja, müssen wir anmachen. Aktivierung des Modus für niedrige Spielerzahlen im Begegnungsmanager. Das setzt im Grunde genommen, steht auch hier, erhöhter Radius der Bedrohungszone, erhöhte Puppenanzahl pro Begegnung, sofortige Aktivierung der Hochrisikozone. Achtung, großer Performanceverlust auf Multiplayer-Servern. Ja, muss man schauen. Das bedeutet, dass jede Zone quasi eine potenzielle Hochrisikozone ist und dementsprechend viele Puppen spawnen können. So, den Bums mache ich jetzt auch an. Wir werden jetzt mal wieder richtig schön ausrasten. Nun müssen wir wieder neu starten. So, ja, Stützpunktbegegnung. Das bedeutet, du brauchst hier mindestens, also ich habe hier mindestens 230 Einheiten, also Bauelemente, die es benötigt, bis so ein Dropship in der Base oder über der Base getriggert wird. Und der macht dann halt so lange weiter und zerstört so lange deine Base, bis bei mir hier 225 Einheiten übrig sind. Das heißt, er darf bei mir nur 5 Einheiten kaputt machen und danach verpisst er sich wieder. Das funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Gerade wenn der Bot zum Beispiel eine tragende Wand oder eine Foundation trifft, ja, eine Foundation, da kann das immer sein, dass hier 6 oder 7 Einheiten gleichzeitig zerstört werden. Mehr als hier eigentlich dann erlaubt sind. Ja, also der Bot cheatet auch ein bisschen, beziehungsweise das Dropship. Aber er haut dann auch irgendwann ab. Ja, also es ist eine Schätzung, sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier Spawnen von Wächtern deaktivieren. Das habe ich natürlich aus. Das sind die Sentries, die Bots. Enable POI Sentry Respawning habe ich an. Das bedeutet, wenn man einen Bot in einer Hochrisikozone zerstört, kommt irgendwann ein Dropship an und ersetzt den Bot. Ja, also das Dropship schmeißt dann einen neuen Bot runter. Kann man ausstellen, dann hat man irgendwann Ruhe. Ja? So, Selbstmordpuppenspawn deaktivieren ist natürlich aus. Wir haben unsere Sprengpuppies. Puppies können Türen öffnen, sie können durchs Fenster springen. Puppengesundheit-Multiplikator. Ja, hier eigentlich selbsterklärend, ne? Hier kann man einstellen, wie viel Schaden die Puppen einstecken. Ich habe das auf 1,0 gemacht. Ich glaube, das ist so standardmäßig 1,0 oder war minus 1,0, keine Ahnung. Jedenfalls, es ist standardmäßig jetzt bei mir so 1,0. Es ist auch okay so. Man kann es auch auf 100 hoch machen, ne? Also, dann geht aber dein Schwert kaputt nach einer Puppy. So, die Gesundheit vom Dropship habe ich auf 0,5 gemacht. Die Gesundheit der Sentries habe ich auf 0,04 gemacht. Sehr niedrig.
Aber du brauchst trotzdem noch, ich glaube, 4 Granaten oder 8 Schüsse aus dem M82. Ungefähr so. Mit dem Gewehr zum Beispiel funktioniert es nicht. Ja, also du kannst mit dem Gewehr am Flugplatz oder sowas, kannst du so einen Bot nicht kaputt machen. Ja, deswegen habe ich jetzt das AWP mit. Vielleicht funktioniert es ja mit dem Scharfschützengewehr. Wir werden es mal testen. Basebuilding Attacker, Sentry Health, das ist extra nochmal eine Einstellung für den Bot, der in der Nähe deiner Base runtergelassen wird. Habe ich auch 0,04. Die sind aber auch allgemein ein bisschen anfälliger für Waffen und ich glaube, die kriegst du auch kaputt mit dem Gewehr. Du brauchst allerdings entsprechend viel Munition. Ne? Also brauchst schon ein bisschen was. Ne? Wie gesagt, beim Flughafen hat es nicht funktioniert. Da hab ich ja, glaube, ja, über 300 Schuss aus einer AK abgefeuert und panzerbrechende Munition. Das Ding hat noch nicht mal gequalmt. Also die kriegst du auch an diesen Spots nicht kaputt. Ne? Hier soll es angeblich anders sein. Ich habe es noch nicht erlebt. Wir werden sehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, machen wir das mal. Ja, ansonsten Wetter, Tageszeit, Geschwindigkeit habe ich auf 3 gestellt. Das heißt also, wie schnell hier der Tag vergeht, die nächtliche Dunkelheit. Ja, also dunkel habe ich es halt nicht gemacht, das ist Standard. Ja, Abklingzeit, Minimum des Frachtabwurfs. Ja, damit hier nicht alle 2 Minuten dann ein Airdrop runterkommt, habe ich auf 40 gestellt. Ich glaube, das ist ja die Zeit in Minuten. Ja, genau. Minimale Zeitspanne, die zwischen Frachtabwurf-Events vergehen muss, 40 Minuten. Abklingzeit Maximum 120 Minuten. So, die Fallverzögerung des Frachtabwurfs sind 60 Sekunden. Das heißt, sobald du die Nachricht bekommst, dass der Airdrop kommt, dauert 60 Sekunden, bis er dann auch wirklich landet. So, und dann ist die Falldauer 60 Sekunden auch nochmal, wenn du ihn halt siehst. Eine Erstankündigung 60 Sekunden. Und dann, wenn du siehst, nochmal 60 Sekunden, bis er unten ist. So, und hier kann man natürlich noch die Selbstzerstörungszeit einstellen. Ich habe jetzt ja 800 Sekunden genommen. So, das Jagd-Event. Ja, das ist eigentlich eher dafür gedacht, für diese Spurensuche. Ja, ansonsten hat das ja keine große Bewandtnis, ne? Maximal erlaubte Jagden. Je höher man das macht, desto mehr hört man es irgendwo in der Ecke krähen und gackern und hast du nicht gesehen. Und kann dann halt auf Spurensuche gehen. Ich habe das jetzt standardmäßig, glaube, war das hier auf 20 gemacht oder 10, keine Ahnung. Ja, und hier kann man natürlich noch die Gesundheit von Hühnern, Hirschen, Eseln, Ziegen und so weiter einstellen. Das habe ich ja standardmäßig gelassen. Ja, und dann sind wir wieder da. Ja, Schaden, ne? Hier ist, wie viel Schaden die Wächter machen, habe ich alles auf Standard gelassen. Dropship Railgun. Ich habe die Dropships noch nie eine Railgun abfeuern sehen. Vielleicht brauchen die das bei mir auch gar nicht, ich weiß es ja nicht. Ja. Und hier kann man noch einstellen, wie viel Schaden das Dropship an der Base macht. Das könnte man zum Beispiel runterstellen, wenn man zum Beispiel keine starken Waffen hat, um das Dropship sofort zu vertreiben, kann man den Schaden hier an den Elementen runterstellen. Dann braucht das Dropship länger, bis es deine Elemente zerstört. Und du hast ein bisschen mehr Zeit, um das Dropship mit weniger großen Waffen zu vertreiben. Obwohl die Dropships standardmäßig relativ leicht zu vertreiben sind. Aber sie können dir halt doch schon sehr viel Schaden machen, wenn sie dich treffen. So. Ja, Puppenschadensmultiplikator. Wie viel Schaden die Puppis bei dir machen, das habe ich auf 1,5. Schadensmultiplikator für Gegenstandszerfall. Schadensmultiplikator, den Gegenstände mit der Zeit erhalten, habe ich auf 0. Ja, also, dass irgendwie, was ist hier, der Schraubendreher 99% hat und nach 2 Spieltagen hat er nur noch 95% und ist einfach so, weil er halt im Schrank liegt, ne? Das habe ich ausgemacht. Schadensmultiplikator für den Nahrungsverfall habe ich auf 0,3 gemacht. Spricht eigentlich auch für sich selber, nicht so schnell werden halt Nahrungsmittel schlecht. So, ja, ansonsten Stützpunktbau, maximale Anzahl von Elementen habe ich auf 500 gemacht. Dauer bis Truhenerhalt, das spielt jetzt im Singleplayer jetzt auch nicht unbedingt eine Rolle. Raidschutz ist auch relevant. Ressourcen, Wasser auffüllt, Gedöns habe ich auf 1,5 gemacht. Ansonsten ist es alles Standard. Gegenstand Spawn, Multiplikator für Spawner-Wahrscheinlichkeit.
Multiplikator für die Wahrscheinlichkeit des Untersuchungsspawners habe ich auch auf 2,5 gemacht. Verfallszeit des Untersuchungsspawners ist Standard, genauso wie die Verfallszeit von Spawnern. Abklingzeit für eine Gegenstandsgruppe aktivieren habe ich an. Und Multiplikator für die Dauer der Abklingzeit von Gegenstandsgruppen. Das heißt also, in den Kisten rotiert dann halt neuer Loot nach. Ja, und das wird hier halt ein bisschen spezifischer dann halt gemacht, was für Loot dann spawnt. Und es geht auch um die Seltenheit der Items, die gespawnt werden. Und in welcher Regelmäßigkeit halt auch seltenere Items spawnen. Ja. Also wenn man es falsch einstellt, wundert man sich dann, dass zum Beispiel selbst nach 100 Truhen kein gelber Schraubendreher eintrifft in so einer Kiste, weil halt eben die Spawn-Abklingzeit zu hoch ist. Ja. So. Ja, wir müssen mal ins Hauptmenü. Jetzt haben wir ja ein bisschen rumgepöbelt an den Puppy-Einstellungen so. Und die eine Einstellung war halt bei mir immer verbuggt gewesen, weil auf einmal dann aus der Erde so gefühlt 100 Puppen ausgespawnt sind. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel Mumpeln, hä? Ja, wir haben ja ein bisschen panzerbrechende Munition, aber ich glaube nicht, dass das mit dem ABP reicht, um so Bot platt zu machen. Ich merke auch schon, ne, es ruckelt jetzt ein bisschen. Also hier geht gleich irgend so eine Scheiße ab. Ich habe jetzt aber doch hier, ich habe noch Mumpeln. Die nehmen wir mal mit. Weil das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir mit dem Scharfschützengewehr wenigstens so einen Bot kaputt kriegen. Das AWP habe ich nicht gefunden, das habe ich gekauft. Das war schön teuer. Wo ist denn das? Ach da. Na, gut getarnt. Ich habe schon ein bisschen aufgerüstet. Auf Ziegel. Und hier auf Beton. Hier nicht, weil ich mir denke, wenn hier ein Bot runterkommt, dann bestimmt nicht da hinten im Wald. Sondern das wird wohl eher hier auf der Wiese sein, entweder hier vorne oder hier auf der anderen Seite. Deswegen habe ich die Seiten hier ein bisschen verstärkt. Bis auf das Tor, das ist halt nur Holz, aber naja, gut. Theoretisch kann man das Tor auch aufmachen, weil der Bot kommt ja hier nicht rein. So, ja. Ich würde mal sagen, also ich hätte jetzt mal Lust, so zum Flugplatz zu fahren, zu fliegen. Ja, ich merke schon, ne, die Einstellung hier scheint ein bisschen an der Stabilität zu zehren. Normalerweise ist hier hinten immer so ein Spawnpunkt, wo gerne mal Bären und sowas sind. Und hier vorne habe ich auch schon Wölfe gehabt. Aber im Augenblick ist hier nichts. So, wir haben 10 Schuss. Ja, das ist jetzt natürlich auch mit der Stabilität ein bisschen blöd. Ich überlege mir, ob ich da wirklich das Flugzeug nehme, weil wenn wir hier einen Absturz haben, so einen Spielabsturz, dann ist das Flugzeug weg. Unwahrscheinlich, dass wir das dann finden. Wenn es dann wirklich auf der Erde ist. Ne? Ich überlege mir jetzt, ob wir mit dem Auto hinfahren. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ne? Weil wir bleiben mit dem Auto hier auf der Straße. Und das ist leichter, die Karre zu finden, wenn wir rausgeknallt werden hier. So, brauchen wir hier schon was? Ja, was sind da? Ah, hier ist alles Baumaterial noch. Ja gut, ich will jetzt ohne Looten gehen, ne? Ah ja, es ist, man merkt schon, das ist schon, ja, Framerate geht dezent nach unten. Ich denke mal, ich habe jetzt bestimmt 20 Frames verloren durch die Einstellung, weil wir jetzt hier wieder eskalieren. Mal sehen, bei unserer Rückkehr, ob wir dann hier wieder die Wiese voller Puppies haben. Das ist für das Spiel schwierig, ne? Wenn du schnell unterwegs bist, kommt diese lahmarschige Spawn-Technik hier nicht hinterher, ne? Und das ist ja auch derzeit so ein großes Problem, dass die Puppies halt erst an manchen Spots oder an den meisten Spots erst nach dir spawnen und nicht wie früher, dass da mal random hier eine 100 Meter weiter irgendwo steht oder sowas, ne? Kann auch vorkommen, aber da musst du schon eine Weile hier, zum Beispiel wenn du in einer Stadt stehst oder sowas, kann das schon eine Weile dauern, aber dann siehst du auch mal in 50 Meter Entfernung so eine Puppy. Und was hier auch immer das Problem ist, das ist dieses Buschgespawne. Ja? Du kannst dich ja nicht wirklich in den Busch verstecken, weil du Angst haben musst, dass da drin gerade eine Puppy gespawnt ist und da drin im Busch rumsteht. Ne? Wenn du gerade dich mal vor irgendwas verstecken willst, ne? Zum Beispiel in solchen High-Risk-Zonen vor dem Bot, dann ist es ganz blöde, wenn du da eine Puppy mit drin hast. Ne? Ja, ich merke schon, ja, so Performance ist nicht gerade die beste, ne?
jetzt geht's gerade wieder, ne? Jetzt sind wir raus aus den typischen Spawn-Ecken, ne? Stadt und Base. In der Base war es jetzt auch schon ein bisschen heftig gewesen. Jetzt hier geht's, ne? Hier sind keine klassischen Spawn-Punkte. Das ist auch das ein bisschen das Problem, ne? Wenn du hier auch einfach mal vorbeifährst, ne? Die Welt wirkt dann einfach sehr tot. Also im wahrsten Sinne, ne? Weil hier sind keine Puppies da, die hier irgendwie rumhängen oder sowas, ne? Ist einfach alles leer, sobald du unterwegs bist. Sobald du unterwegs bist, ist es leer. Ja, und das ist halt auch das Problem. Früher war es so gewesen, bist du durch die Gegend gefahren, durch eine Stadt oder sowas, und immer war dann Hühnchen oder sowas, oder ein paar Wölfe waren so im Wald und haben ihre Nase rausgesteckt. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt einfach extrem gering. Und ich weiß, dass es manche ärgert und deswegen dann vielleicht ihre Puppy-Einstellung extrem nach oben drehen, aber ich sag euch gleich, das wird euch nichts bringen. Ja, ich habe jetzt ja auch den Tierspawn hoch auf 4,0 gemacht. Vielleicht sollte ich mal den Punkt weglassen und einen 40-Steiner machen. Das geht natürlich auch. Aber man hat dann halt, je mehr man das nach oben schraubt, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel abkratzt. Hier zum Beispiel waren immer welche auf der Obstwiese. Da, ja, genau das meine ich. Ne? Du hältst an und sofort kommen sie an. Ja, das liegt an dieser komischen Einstellung. Ne? Jetzt haben wir hier vor uns Puppies, da hinten waren auch noch welche. Ne? Wäre ich jetzt durchgefahren, nicht mehr passiert. Ne? Und das ist halt das Problem. Ne? Deswegen habe ich auch die meisten Einstellungen halt ein bisschen runtergedreht. Und auch diese eine Option deaktiviert, die wir jetzt wieder aktiviert haben, ne? Aber die werde ich nachher wieder ausschalten, ne? Weil, wie man hat es ja gerade gesehen, ne? Die kommen dann einfach so aus dem Boden raus und so. Das ist nicht wirklich immersiv und ja, es ist halt einfach derzeit scheiße. So, jetzt ruckelt es wieder schön, ne? Weil wir jetzt hier in der Stadt sind. Da können wir anhalten. Man merkt auch, ne, da ist eine Puppi auf dem Dach gerade gespawnt. Ja, also die Spawnpunkte, die rasten dann auch aus, ne? Deswegen habe ich die Einstellung auch nicht an. Funktioniert einfach nicht. Na, jetzt hat man ja mal eine Puppi, die weiter weg ist. Ich würde gerne mal wissen, wie weit die weg ist. 163 Meter, naja. Ja, also, ich habe wohl das Gefühl, je weiter du weg bist, desto weniger Power haben die Waffen. Ja, das ist eigentlich Quatsch, aber AWP, ja, das ist ein Scharfschützengewehr, ne? Also, und wir sind jetzt hier keine 1000 Meter weg oder sowas. Und trotzdem, ne, zwei Schüsse brauchst du für den Dulli. Ja, also jetzt hast du hier natürlich auch viel mehr Puppen, ist ja klar. Aber wie gesagt, dieses Gespawne da so mitten im Nichts, absolut nicht meine Baustelle. Und wenn man halt wirklich mit vielen Puppen spielt, da hinten ist zum Beispiel noch eine, ne? Also bei der Einstellung, das Gute ist bei der Einstellung, die ich gemacht habe, dass die Puppen halt auch von weiter weg spawnen. Die arbeiten derzeit auch am Sound von den Waffen. Auch von den Schalldämpfern, ne? Die klingen schon ein bisschen kniftig. Ja, wie gesagt, also Puppen hast du jetzt mit dieser Einstellung viel. Und da muss man halt auch ein bisschen gucken, wie macht man das mit dem Spawn. Ne? Weil du hast da natürlich auch einen sehr hohen Verschleiß an Munition, beziehungsweise Gesundheit von Hieb- und Stichwaffen und den ganzen Bums. Ne? Also der Verbrauch ist da schon richtig heftig. Da hinten an der Garage sind die auch gleich mal drei. Ja, also du kannst das schon so einstellen, dass hier viele Puppies sind. Aber es macht da nicht wirklich Sinn, weil wenn dann hier auch noch die Horde kommt und sowas, sieht es ganz übel aus. Ne? Da fällt mir ein, ich habe gar nicht so viel Munition mitgenommen hier. Ne? Aber das ist ja nichts Neues. Also wie gesagt, wer auf viele Puppies steht, kann das gerne mal für sich testen. Wer sich ohne Stadt daran stört, dass die Puppies auch vor einem spawnen, wir werden nachher beim Rückweg sicherlich auch mal gucken, ob auf der Wiese vor der Base viel Verkehr ist.
Mikrofon war ja nicht. Ja, hier sieht man es ja schon, ne? Die Veränderung ist ja ist da. Ne? Also du hast hier jetzt schon viele Du hast hier schon viele Bubis. Gucken, ob hier ein Sitz drin. Ne. So, das sind eins, zwei. Ja, da hinten, ganz da hinten auf der Wiese ist auch noch ein Puppi. Drei Reifen. Ja, also so ist es eigentlich früher immer gewesen. Ne? Da hast du mal hinten ja irgendwie 100 Meter weg eine Puppi gehabt auf der Wiese und sowas. Ja, Kollision ist halt immer scheiße. Nach wie vor bei den Dingern. Die lässt sich ja auch nicht triggern. Ne? Die ist ja gar nicht getriggert gewesen. Jetzt. Also die Qualität nimmt definitiv ab. Wenn du diese Option aktiviert hast. Das funktioniert nicht wirklich. Ruckelt's wieder, weil hier jetzt wahrscheinlich schon Sprenger sind. Oder sein sollten. Ja. Ja, jetzt ist er aus der Erde gekrochen. Ja, du kannst dich da halt ohne Schritt vorbereiten. Ne? Auf der einen Seite hast du Puppies, die halt 100 Meter weit weg sind. Und dort auch spawnen. Und dann hast du wieder Puppies, die sind 20 Meter weit weg und spawnen vor deiner Nase. Ne? Also, für mich funktioniert das leider überhaupt nicht hier. Es ist nach wie vor halt ziemlich verbuggt. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel halt abkackt, ist halt auch viel größer. Ne? Also schauen wir mal, was wir am Flughafen für eine Puppy-Anzahl zu erwarten haben. Ich gehe jetzt auch gar nicht allzu nah dran. Dafür sind wir noch nicht ausgerüstet. Aber es ist natürlich auch schwierig, sich dann irgendwie im Gebüsch zu verstecken. Wenn dann die Puppies dann spawnen. So. Ja, hier stelle ich normalerweise die Karre immer ab, weil es irgendwas ist und so. Damit ich immer gleich weiß, wo die Karre ist. So, hier haben wir jetzt wieder so einen Punkt, wo nicht allzu viele Puppies spawnen sollten. Aber hier, ich merke ja schon an dem Geruckel, ne, das ist richtig heftig. Das Game kratzt doch wirklich an der Grenze hier. Wenn du hier mit den Optionen ein bisschen zu optimistisch bist. Den Tierspawn scheint das irgendwie überhaupt gar nicht zu interessieren, ne? Also, dass da jetzt irgendwie mal ein Hühnchen oder sowas spawnt oder Bär. Ja, wir nehmen jetzt wieder ein bisschen ab. Aber wir haben ja zur Not noch so eine gegrillte Fleischkeule mit. Die können wir eigentlich mal essen. Halber Kilo Hühnerbein. Das muss ein sehr dickes Huhn gewesen sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Bots mit dem AWP, vielleicht mit dem AWM, das hat nochmal ein bisschen einen größeren Wumms, aber AWP glaube ich nicht. Selbst mit panzerbrechender Munition, dass wir da. Also wenn wir es wenigstens zum Qualm kriegen, das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Was mir halt erklärt wurde, ist, dass die Bots halt an solchen High-Risk-Spots immun gegen normale Sturmgewehre sind inzwischen. Ich habe ja schon Videos gesehen, die sind allerdings auch schon ein paar Jahre alt. Da haben Leute mit dem RPK und ich weiß nicht, etlichen Magazinen und panzerbrechender Munition den Bot wirklich kaputt geschossen. Das war noch an den Bunkern. In den alten. Und mittlerweile, ja, wie gesagt, hat es ja gesehen, AK 300 Schuss in einem meiner letzten Videos nichts gebracht. So. Hier ist jetzt nicht so. Da ist ein Flugzeug. Steht das draußen? Bin ich? Nee, doch. Na gut, es kann auch sein, dass die Spawnpunkte verrutscht sind. Das gab es früher auch schon mal. Ich erzähle es ja immer wieder gerne, ne? Wenn wir da immer so am Krankenhaus waren, da ist ja unten, bevor du in das Schloss reingehst, sind ja unten auch so kleine Gebäude. Und da war ja auch eine Pharmazie. Und da ist ständig irgendwie ein Pickup gespawnt.
Wild, würde man heute sagen. Wild. So, wir gehen mal hier rein. Gut, und dann gehen wir hier ins Gebüsch. Und dann gucken wir mal, ob wir den Bot hier platt kriegen. Ich glaub's nicht. Das ist utopisch. Ich weiß auch nicht, ob die verschiedene Hit-Zonen haben, ne? Dass du hier immer auf bestimmten Punkt ballerst. So. Ja, immer so die Klappen hinten hoch macht, ne, als ob er hören will. So, jetzt hab ich verschissen. Hab ich mit der Einstellung verschissen? Ja. So, jetzt auch immer so ein bisschen mal auf den Arm zu zielen. Da hinten ist eine Puppi. Aber da musst du auch schon wieder zwei Schüsse machen, ne? Alleine bei der Puppi, ne? Das ist panzerbrechende Munition. Ja, jetzt hängt die Mumpe. Ja, jetzt sind wir leider leer. Achso, wir haben nur zwei Magazine. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, also ich merke schon, ne, das wird hier nicht. Wir machen mal jetzt hier noch 10 Magazine leer, wenn er dann nicht qualmt, dann, wie gesagt, man hat es ja vorhin gesehen, ich habe den die Gesundheit der Bots nach unten gedreht. Auf 0,04. Ne? Also wenn sie auf der Standardeinstellung nicht qualmen, na, dann ist das ja auch okay. Da brauchst du ja selbst mit dem M82 einen Haufen Schuss. Aber wir haben sie ja auf 0,04 gemacht, ne? Und wenn das hier nicht funktioniert, dann, ja. Dann kann man die einfach mit dem normalen Gewehren oder relativ normalen Gewehren halt einfach nicht platt machen, ne? Dann brauchst du halt wirklich einen M82 oder einen Granatwerfer, ne? Irgendwas Fettes. Dann kannst du unten dieses Ding hier nicht abschießen, den Laser oder was das da ist, ne? Geht alles nicht. Aber wir treffen ihn, ne? Sonst würde er ja nicht gucken. Macht ihm halt nur nichts aus, ne? Jetzt schon wieder leer, ne? Ne, ist nicht leer. Jetzt ist leer. Was ich auch cool finde, hier vorne an dem Gewehr, da ist ja so ein Stützer, so eine Stütze dran. Wenn wir uns jetzt hinlegen, macht er die Stütze auf. Hat jetzt zwar, also die Waffe ist dadurch jetzt nicht unbedingt stabil oder steht stabil am Boden. Aber natürlich, wenn du jetzt liegst, bist du auch ruhiger beim Zielen. Ne? Würde ich generell bei Scharfschützen empfehlen, hinlegen, ne? Weil dann ziehst du keine Achte. Von der Puppi, die ist ganz nah. Kann ich nicht so mit dem scheiß Akku, ja, da ist sie doch. Hast du da zwei Schüsse, ne? Drei sogar, echt jetzt? Alter, das ist panzerbrechende Munition. Vierer. So. Ja, also der Bot qualmt nicht, ne? Also da ist also wirklich irgendwie unzerstörbar mit dem Gewehr. AWM wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Aber AWM hab ich nicht gekriegt. Ich triggere das jetzt, dass das Flugzeug dort steht. Ja, so nah ran dürfen wir natürlich nicht. Ui, shit. Ja. Jetzt bohren natürlich hier die Puppis wild durch die Gegend. Ja, also obwohl wir den Schaden jetzt extrem runtergesetzt haben, den die aushalten, juckt die das nicht. Ja, also du brauchst halt wirklich spezifische Waffen, um den platt zu machen. Das AWP ist sowieso, also das ist irgendwie auch wie die Carbon Hunter, ne? Die Carbon Hunter hat ja auch wieder andere Munition, aber im Grunde genommen macht sie denselben geringen Schaden. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Und wie gesagt, Panzerbrechen, ne? Das sollte diese Schutzweste eigentlich ein Scheißchen schützen. Den sowieso nicht, weil die Schutzwesten ja generell in einem Scheißzustand sind, den die anhaben, so an Klamotten und so. Hier fehlt's halt noch an Balancing, ne? Ja, klar. Wir sind
Mit der Energie am Ende, ne? Ja, also das ist schon. Es ist viel Try and Error, ne? Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt das komplett runterstellen würde, auf 0 quasi, ja, oder 0,01, da hätte ich den Bot auch nicht kaputt gekriegt, ne? Weil das einfach nicht vorgesehen ist, dass die Bots mit an solchen Spots mit solchen Gewehren platt gemacht werden. Wie gesagt, da brauchst du halt wirklich, du bist halt quasi dazu angehalten, in diese verlassenen Bunker reinzugehen und dir quasi erstmal das Werkzeug zu verdienen, um die Bots zu zerstören. Munition kannst du dir ja kaufen, aber der Sinn dahinter ist halt wirklich, dass du halt einige Waffen halt auch beim Händler nicht kriegst. Vor allen Dingen die Waffen, womit du halt so einen Bot platt machst. Das ist ja eigentlich, ne, so Raketenwerfer und sowas, ne. Bei manchen Mehrspielern ist es ja drin. Dass sie da haben die Admins das halt so eingestellt, dass du dort auch Raketenwerfer und sowas kriegst. Aber generell ist es halt nicht drin. Also wir können mal gucken, wie viel Rumpunkte ihr habt. Ja, ich müsste eigentlich schon alles freigeschaltet haben. Wir können mal beim Händler gucken. Den Verkäufen habe ich zwar nicht, aber naja. Ich meine, Munition lässt sich ja auch selber craften, ne? Allerdings ist es ja, noch ist es ja so, dass das keine negativen Auswirkungen hat, aber die Munition, die man halt selber craftet, ist halt nicht wirklich sauber und auch nicht wirklich professionell hergestellt. Und das bedeutet, dass diese Munition später, wenn die Waffenfehlfunktionen wieder drin sind, dafür sorgen wird, dass die Waffen dann rumspacken. Ja, dass sich die Kugeln verklemmen und sowas, ne, dass das Magazin klemmt und hast du nicht gesehen. Haben sie ja vor einer ganzen Weile schon rausgenommen, diese Waffenfehlfunktion. Manchmal hast du es gesehen, was kaputt war, ja. Wenn da hier die Kugel bei einer Pistole oben rausgeguckt hat aus der Kammer, oder also aus der Verschlusskammer, da hast du schon gemerkt, ja, okay, da muss ich jetzt das und das drücken, um die Pistole wieder, also um den Lauf quasi wieder frei zu kriegen. Und dann hast du wieder so Sachen, da weißt du nicht, woran es liegt. Jetzt ist der Sprenger hier natürlich schon weg. Ja, jetzt ist er wieder da, ne? Und das ist ja genau das, was ich halt so kacke finde. Das ist alles so blödes spawnt. Ja, und solche hohen Puppi-Einstellungen sind natürlich gerade für Anfänger ziemlich doof. Um das jetzt mal ein bisschen kuschelig auszudrücken. Weil das sind einfach so viele Puppen. Und du willst dich ja am Anfang erstmal richtig ausstatten, ne? Also Polizeirevier zum Beispiel. Wir können jetzt gleich mal in so ein Polizeirevier reingucken, obwohl das eigentlich eine scheiß Idee ist. Oh, ich weiß nicht, was da mit der Lenkung hier los ist. Ganz eilig, ne? Aber wenn man sich in der Eco-Ansicht auch anguckt, was das für ein Lenkeinschlag ist, ne? Wie so ein Kinderauto, ne? Wie so ein Kinderspielzeug. Das sind ja nicht mal 90 Grad. Wenn ich das sehe hier beim American Truck Simulator, ne? Wie du da kurbelst, ne? Bis das Lenkrad auf der anderen Seite angelangt ist, ne? Immersion. Ganz wichtig. Das hier? Nee. Aber ich denke mal, das liegt doch daran, dass die einfach keine Animation haben, ja, gemacht haben, dass du das Lenkrad hier halt so rumdrehst. Ne? Die Animation haben sie nicht und deswegen ist das Lenkrad halt auch bloß. Ja? Wenn hier, guck mal, wenn du jetzt so richtig das Lenkrad einschlägst, da bricht. Die bricht sich ja hier schon das Handgelenk, ne? Also das ist eine sehr ungesunde Haltung. Also ich weiß gar nicht, ich kann mein Handgelenk ja nur mit äußerster Schwierigkeit so abknicken, ne? Das liegt einfach da dran. Also vielleicht ist es auch ein Teil der Animation, woran sie arbeiten, ne? Dass es auch bei dem Autofahren ein bisschen realistischer aussieht, weil so macht das keinen Spaß, in der Eco-Ansicht das Auto zu fahren, ne? Und das ist ja eigentlich auch bescheuert, weil die haben ja erst vor kurzem
das reingebracht, dass sie halt auch die Tankanzeige, naja, sehen, ist nicht zu viel gesagt, ne, aber man kann sie ja ahnen, dass die Tankanzeige funktioniert und das alles, ne. Generell das Armaturenbrett, dass das funktioniert, ne. Und dann scheißen sie so in die Animation bei der Lenkung. Das ist ja, oh Kacke. Ne, das ist, ey. Hör die doch. Ja. Ja. Soweit so normal. Ja, das ist so verpackt hier, das ist geht da nicht. Schlösser reaktivieren sich nicht. Oh, Schlangenreflexvisier. Und eine AKS, die können wir doch mitnehmen. Die Schrotze könnten wir ja eigentlich auch mitnehmen, ne? Wenn wir schon mal da sind, können wir ein bisschen was verhökern. Ich werde dort gucken wegen AWM und sowas, ne? Ich denke mal, gerade wenn man neu ist, ne, ist Schleichen dein bester Freund, ne? Aber jetzt später, wenn du hier halt relativ gut ausgestattet bist, fällt Schleichen ja zunehmend flach. Du pflügst dich ja dann durch. Und wenn du dann halt neu anfängst, bist du irgendwo immer noch auf diesem Modus. Und bist dann sehr schnell tot. Ja, weil du bist es halt gewohnt durchzupflügen, ne? Aber wenn du dann halt bloß einen Bogen hast oder eine Pistole und irgend sowas, bringt dir das nicht viel. Ich hab schon die Tabletten mit. So, warte mal, wir mumpeln mal öff. Ja, ich weiß. Magazin in der Hand nehmen und erdrücken geht auch. Da gibt's ja bestimmt auch wieder Leute, die sich aufgeregt haben. Die sollten mal die Horte fixen, statt wieder an irgendwelchen... holst du das Schwert noch raus? Anstatt hier irgendwelchen neuen Kram reinzubringen. Aber das sind ja auch immer ganz andere Abteilungen, die daran arbeiten, ne? Also die Art Designer, die sich jetzt zum Beispiel darum kümmern, dass dieser Bärenmann reinkommt oder dass die, dass diese Geschütztürme reinkommen, die haben mit dem Bugfixing an sich zum Beispiel nicht am Hut. Ja, das ist ein Art Designer. Ich stelle das mal wieder nach unten. Also ab. So, ansonsten lasse ich ja erstmal alles so, wie es ist, ne? Aber hier, Performanceverlust und sowas, bla bla bla. Ah nee, nee, das kann ich jetzt noch nicht machen, weil ich wollte ja gucken, wie in der Nähe von meiner Base da noch so eine Hundertschaft an Puppies kommt. Da war in der letzten Zeit ja immer mal so gewesen, deswegen habe ich die auch abgestellt. Aber es ist auch so nicht mein Ding, wenn da hier wirklich permanent in der Nähe da die Puppies direkt vor dir spawnen, ne? So, ich will jetzt bloß nochmal gucken, welche Waffen wir überhaupt haben, also welches schwere Gerät es zu kaufen gibt. Also bei 1000 Ruhmpunkten könnten sie doch wirklich mal irgendwie ein Special bringen oder sowas. Vielleicht kommt das auch später rein. Im Zuge einer Quest, dass du halt eine ganz bestimmte Waffe brauchst, looten kannst, finden musst, wie auch immer. Die es dann halt auch nicht mehr beim Händler gibt, ne? Also Gamepiles hat ja schon einige Waffen beim Händler rausgenommen, die du halt wirklich nur noch durchs Looten finden kannst. Wie zum Beispiel das N82. Oder halt den Raketenwerfer. Es kann sein, dass das in Zukunft noch ein bisschen krasser wird, ne? Dass du halt beim Händler nur noch standardmäßigen Kram kriegst, hier Schrotzen oder Pistolen und sowas. Und dass da sonst großartig nicht mehr kommt, ne? Kann sein. Vielleicht noch ein Jagdgewehr, ne? Dass sie das noch weiter zurückfahren. Dass dann vielleicht stattdessen andere Sachen reinkommen, weil sollen ja noch ein paar neue Waffen reinkommen und sowas.
Maschinenpistolen, wir gucken mal bei Gewehre. Ach doch, das AWM gibt's. Aber wir haben ja das AWP geholt, ne? 17.000. Ah, das ist jetzt hier ohne. Einen Granatwerfer gibt's, ne? Damit haben wir ja auch schon gespielt. Mit 14.000 ist er eigentlich relativ billig. Also das ist eigentlich das Einzige, wenn die Mechs halt auf 0,04 eingestellt sind, dass du ohne realistische Chance hast. Granaten findest du immer mal, auch wenn das nicht so viele sind, die man hier finden kann. Das wäre also das Einzige an Schwärmgerät, womit man die Mechs kaputt schießen kann. Ansonsten die fetten Gewehre und sowas, nö. So, na gut, dann verkaufe ich erstmal den Stuss hier. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Die Pistole behalten wir. Wenn wir uns mal so ein AWM besorgen und es dann mit dem Ding mal probieren. Weil das Ding ist noch ein bisschen, oder sollte noch ein bisschen krasser sein. So, ich würde mal sagen, ich mache mich wieder auf den Weg. Das cutte ich jetzt mal. Damit man auch meine geilen Fahrkünste nicht so sieht, ne? Weil die Leute hier nicht neidisch machen und so, ne? Ja, ich sag mal, bis gleich. Ja, unberechenbar ist ja nichts Schlechtes, ne? Ah, guck ich, ja, genau das bin ich. Ne? Ja, mitten in der Base. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass das Tor offen war. Ich glaube, die Puppis ist einfach durchspaziert. Wenn er jetzt getriggert ist, kommt er natürlich nicht durch. Standardmäßig ist es ja so, dass in der Nähe von deinem Flaggenbereich keine Puppen spawnen. Aber wir haben ja diese Option jetzt ausgeschaltet. Also können die Puppen auch innerhalb deines Flaggenbereichs spawnen. Fehlende Kollision und so, ne? Sorgt dann eben auch dafür, dass sie durch die Wände durchkommen, was sie ja eigentlich nicht sollen. Aber dieses Problem gibt es schon seit Jahren. Die Kollision ist da aus Performance-Gründen halt ausgeschaltet, bis sie getriggert werden. Mal gucken. Ja, dreht um. So, mal gucken. Wenn er jetzt in unsere Richtung läuft, müsste er eigentlich dann durchgeglitscht kommen. War gerade noch nichts da, ne? Ja, hier, da auch im Gebüsch oder was? Ja, oder ich spinne schon rum. Ja, hier haben wir natürlich jetzt viele, ne? An so einem eigentlich bedeutungslosen Spot. Na dann. Mal schauen. Ja, put. Ja, und hier kommen sie auch schon aus allen anderen Löchern. Ach, ich bin ja hier schon mal verreckt, ne? Wir wollten ins Wasser springen, da sind wir hinterher gesprungen. Ich dachte, das Wasser ist tief, aber nee. Da haben sie mich noch erwischt. Müssen wir ein bisschen. Oh ja. Ich brauche auch noch ein bisschen Vorsprung. Ich habe keine Ausdauer mehr. Die blöde Kuh. Das ist nicht gut. Wir können es ja irgendwie irgendwo verstecken. Ja, die anderen kommen. Bisschen knapp hier. Put. So. Ja, und hier drin ist einer. Ich hab keinen Plan, wo die jetzt herkamen. So, jetzt haben wir ja draußen welche. Kann es sein, dass in meiner gute eine drin ist, ne? Gut, ich meine, wir haben jetzt die Tür offen gelassen, ne? Theoretischerweise könnte man sich jetzt einreden. Ja, es liegt daran, dass die Tür offen ist. Wie er reingekommen ist. Ah, hier ruckelt es ja schon wieder, ja, ne? Das ist schon wieder heftig. Der war überall offen. Ich würde ja Wachturm bauen, aber die sind irgendwie ein bisschen kacke, wenn da in der Nähe dieser Stacheldraht ist. So.
Ah, da hinten ist noch eine. Die machen es echt spannend. Da vorne ist eine Wand. Oder die haben mittlerweile gelernt, was eine Wand ist, ne? Und vermeiden die Kollision. Das wäre natürlich am besten. Aber ich bin da skeptisch. Ich darf mich halt nur nicht von einer anderen Puppi sehen lassen. Die gehen nicht rein, oder? Und dreht wieder um. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, aber die scheinen nicht mehr. Also die würden noch durchglitschen, aber irgendwie scheint da den Befehl zu sagen, hier ist eine Mauer, dreh um. Also die laufen ein Stückchen rein. Hier sieht man es, ne? Wie im Gänsemarsch. Und vorher haben die das nicht gemacht. Da sind die einfach weitergelaufen. Okay, also da scheinen sie da dran auch gearbeitet zu haben, aber es ist immer noch nicht optimal. Denke ich mal. Aber wenn das jetzt wirklich so gefixt ist, ist es ja okay. Dann ist das ja okay. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das auch gefixt ist, dass die, wenn du hier alles zumachst und kommst, wird er, dass hier keine Puppi mehr drinne ist. Dass hier drinne vielleicht noch einiges spawnt ist oder sowas. Das kann natürlich immer noch vorkommen. Aber so, wie es jetzt ist hier mit dem Gänsemarsch. So. Trotzdem schalte ich das jetzt aus. Weil das ist mir auch performancemäßig, ist das jetzt nicht wirklich geil. So. Stützpunkt ignorieren aus. Und das auch aus. So. Muss schon wieder neu starten. Ja, das waren so mal ein paar Experimente hier. Was die Puppy-Einstellung angeht. Wie gesagt, wenn die hier nicht mehr durchglitschen, ist es ja schön, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es hier Mauer ist. Aber durch das Tor hätten sie dann auch glitschen müssen. Weil das ist ja noch Holz. Aber ich glaube, ist das schon eine Stufe höher? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Es gibt ja zwei Holzstufen, dann kommt Metall, dann kommt Ziegel und dann da. Ja, ihr Arm. Aber zu durch kommen sie nicht. Wir werden das mal weiter beobachten. So. Und bis dahin sage ich mal, danke fürs Zugucken. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Und bis zum nächsten Mal.